Vorgeführt erscheint Elsa Johann Georg, geboren am 4.1.1903 in Hermering-Württemberg, Oberamt Heidenheim, Schreiner, vormals wohnhaft in München, Türkenstraße 94, zweiter Stock bei Lehmann. Die Vernehmung wird fortgeführt am 21. November 1939 um 8.30 Uhr. Ich habe schon 1938 gemeint, dass es Krieg geben wird. Dass es beim Münchner Abkommen nicht bleiben wird, sondern dass Deutschland immer mehr Forderungen gegen andere Länder stellen wird und dass es deswegen Krieg geben wird. Das war meine eigene Meinung. Ich habe gedacht, dass die Verhältnisse in Deutschland sich erst ändern werden, wenn die Führung weg ist. Unter Führung habe ich die Obersten verstanden, also Hitler, Göring und Goebbels. Wenn die drei weg sind, habe ich gedacht, dann kommen andere Leute an die Regierung, die nimmer untragbare Forderungen an andere Länder stellen werden und die sich auch einsetzen für bessere Verhältnisse für die Arbeiter. Am Vorabend des 9. November erfolgte das ruchlose Bombenattentat auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen Bürgerbräukeller. Der Führer hatte die Versammlungsstätte kurze Zeit vor der Katastrophe verlassen. Wäre die Kundgebung wie üblich verlaufen, so hätte der Mordplan sein Ziel erreicht. Ich war 1939, 8 und ein Attentat auf den Führer, das wusste jeder Deutsche. Das war schon die Sensation. Und die Nazis haben ja auch sich sehr befleißigt, ihn so klein zu halten, wie Hitlers Nachwelt, die BRD, diesen Mann klein gehalten hat und überhaupt nicht erwähnt hat ihn die DDR. Als müssten wir Deutschen uns schämen für diesen einzigen Menschen, dem im 20. Jahrhundert der Rang eines Wilhelm Tell zukommt. Während die NS-Propaganda die Verletzten vorführt, wird Georg Elser in der Gestapo-Zentrale in München verhört. Eher zufällig festgenommen beim Versuch, illegal in die Schweiz zu gelangen, gesteht er seine Tat. Dann gab es diesen furchtbaren Knall. Es kam alles herunter und zunächst war, wie der andere Kamerad schon gesagt hat, der erste Gedanke bei jedem, Gott sei Dank, dass der Führer selbst weg ist und dass ihm nichts mehr passiert war. Von dem Attentat habe ich gehört, da war ich 6 Jahre alt. Meine Eltern fuhren mit mir zu einer Tante, die Geburtstag hatte, nach Stuttgart. Und ich erinnere mich noch wirklich deutlichst, da war den Nachrichten große Bestürzung. Ein Wort, das ich nie vorher gehört hatte, Attentat, ein Attentat, was ist das? Meine Mutter hat mir erklärt, sie wollten unseren Führer umbringen. Das waren natürlich dann viele, nicht einer. Das wäre nicht vermittelbar gewesen, dass es einer war. Die Opfer des gemeinen Bombenanschlages wurden vor der Feldherrnhalle aufgebahrt. Der Führer erwies seinen getreuen Kämpfern die letzte Ehre. Der Stellvertreter des Führers hielt die Traueransprache, in der er von den Opfern dieses grauenhaften Verbrechens Abschied nahm. Ein Wunder habe den Führer vor dem Tode bewahrt, den ruchlose Mörderhand ihm bestimmt hatte. Die Vorsehung, die uns den Führer gesandt hat, werde ihn uns auch für die Zukunft bewahren. Ich kam so um 12 Uhr von der Schule und da waren mein Vater schon zu Hause, meine Mutter war noch im Geschäft, 2 Gestapo-Beamte waren in der Wohnung und nachdem sie sich in der Wohnung alles angesehen hatten, wurde mein Vater und ich beordert zum Gestapo-Hauptquartier, das war damals das Hotel Silber in Stuttgart.
Marie Hirt ist eine Schwester von Georg Elser. Wie alle Familienmitglieder wird sie zusammen mit ihrem Mann Karl festgenommen. Ihr Sohn Franz, der Neffe des Attentäters, darf fortan keine weiterbildende Schule besuchen. Abends kam da endlich einer von diesen vernehmenden Kripo-Beamten und fragte nach und sagte, ja, der Bub sitzt ja noch da. Und wahrscheinlich hatten sie mich vergessen. Und dann wurde ich dann noch in dieser Nacht in ein Kinderheim gebracht. Am 21. November informiert der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, Heinrich Himmler, die Öffentlichkeit über die Festnahme Georg Elsers und über den vermeintlichen Auftraggeber des Anschlags, den britischen Geheimdienst. Und da habe ich erfahren durch diese Sondernachrichten im Radio, dass ein Georg Elser das Attentat im Bürgerbräukeller verübt hätte. Das war natürlich für mich ein Schlag. Da konnte ich mir dann erklären, warum meine Eltern verhaftet wurden. Und es war mir ganz klar, das konnte nur mein Onkel sein. Ich konnte mit niemandem reden. Ich musste die ganze Wahrheit selber ausleben. Nach den Verhören in der Gestapo-Zentrale in Berlin wird Elsa in das Konzentrationslager Sachsenhausen, später nach Dachau gebracht. Er unterliegt strengster Isolation. Nach dem Endsieg soll ihm ein Schauprozess gemacht werden. Die Familie weiß nichts über seinen Verbleib. In der Öffentlichkeit gerät er in Vergessenheit. Für meine Eltern war es die Konsequenz, über das Attentat zu schweigen. Das war ein Tabuthema außerhalb und innerhalb der Familie. Mein Vater musste sich eine neue Arbeitsstelle suchen. Meine Mutter konnte nicht mehr zurückkommen in ihre frühere Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Weil Hitler Krieg bedeutet, hatte Elsa beschlossen, gegen die Führung des Dritten Reiches aufzustehen. Die Frauen und Männer des linken Widerstandes, die die Großmachtpläne des NS-Regimes von Anfang an durchschauten, waren schon nach der Machtergreifung ermordet worden oder seither auf der Flucht. Aber Elsa widersetzt sich nicht nur dem sinnlosen Blutvergießen. Aus dem Verhörprotokoll. Weiter Verhandlung am 21.11.1939. Auf entsprechende Befragung gibt Elsa an. Ich meine halt, dass sich nach der Machtergreifung die Verhältnisse für die Arbeiterschaft in vielem verschlechtert hat. Ich habe gemerkt, dass die Löhne gesunken sind und die Abzüge höher geworden sind. 1929 hat ein Schreiner eine Reichsmark in der Stunde verdient. Und jetzt sind es gerade nur 68 Pfennig. Ich habe damals in der Uhrenfabrik in Konstanz im Durchschnitt 50 Reichsmark in der Woche verdient. Für Steuer, Arbeitslosenunterstützung, Krankenkasse und die Invalidenmarken habe ich ungefähr 5 Reichsmark gezahlt. Heute zahlt man doppelt so viel an Abgaben, obwohl man nur noch 25 Reichsmark in der Woche verdient. Durch die Nationalsozialisten ist ein Zwang über die Arbeiter gekommen. Jetzt kann ein Arbeiter nimmer seine Stelle einfach wechseln, wie er will. Und durch die Hitlerjugend ist er auch nicht mehr Herr seiner Kinder. Auch in der Religion ist er nicht mehr so frei. Ich denke da vor allem an die deutschen Christen. Georg Elser wird auf Befehl der NS-Führung am 9. April 1945 in Dachau ermordet. 20 Tage vor der Befreiung des Konzentrationslagers. Sein Leichnam wird sofort verbrannt. Georg Elser hat kein Grab. Die Scham über die Verbrechen des NS-Regimes hält sich in der deutschen Bevölkerung in Grenzen. Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden gegen selbst erlittenes Leid wie Hunger, Wohnungsnot, Kriegsgefangenschaft und den Verlust von Angehörigen aufgewogen.
Wir müssen ja davon ausgehen, dass es nach 1945 nicht einen kompletten Personalaustausch in Deutschland gegeben hat. In Deutschland lebten dieselben Menschen wie vor 1945. Und vor 1945 war der Widerstand gegen den Nationalsozialismus die Sache einer ganz kleinen, einer verschwindend geringen Minderheit. Die Nationalsozialisten unter den Deutschen und diejenigen, die mitgelaufen waren, sahen in ihnen in der NS-Zeit Verräter und sie sahen auch in der Nachkriegszeit in ihnen Verräter. Das bedeutet, dass selbst Angehörige des konservativen Widerstandes oder dass auch Angehörige des militärischen Widerstandes noch lange Jahre als Verräter diffamiert wurden, dass sie keine Entschädigungszahlungen erhielten und dass deren Witwen und Waisen noch bis in die frühen 60er Jahre hinein darum kämpfen mussten, selbst ihre Pensionen zu erhalten. Im Bunkerbau des KZ Dachau unterlag Elsa, wie schon in Sachsenhausen, strengster Isolation. Der spätere Kirchenpräsident Martin Niemöller war in beiden Konzentrationslagern im selben Zellentrakt inhaftiert. Er konnte jedoch unmöglich mit Elsa über längere Zeit zusammen gewesen sein. Dennoch behauptet er nach Kriegsende, Elsa sei bei der SS gewesen. Elsas Mutter bittet ihn, die Behauptung zurückzunehmen. Niemöller bleibt stur. Er will die Tat Elsas nicht als einen eigenständigen Akt des Widerstands begreifen. Ich hatte von Elsa den Eindruck, dass das ein sehr braver und durchschnittlicher Handwerker war. Vielleicht mit einem leicht künstlerischen Einschlag, aber im Grunde furchtbar nüchtern und furchtbar selbstverständlich allen Dingen seines Lebens gegenüberstehend. Ich persönlich und wir alle waren ja niemals davon überzeugt, dass dieses Bürgerbräu-Keller-Attentat eine wirkliche selbstständige und initiative Sache gewesen ist, sondern eine Sache, die angeregt, geplant und so weiter war und gewissen ausführenden Leuten entsprechend befohlen war. Und der Eindruck der Person von Elsa war durchaus der, dass er ein Ausführer eines Befehls auch in solch einer Sache gewesen sein dürfte. Der ehemalige SS-Unterscharführer Walter Uslepp war Wachmann in Elsas Zelle im KZ Sachsenhausen. Bis in die 60er Jahre behauptet er vor willigen Reportern, Elsa habe im Dienst der NS-Führung der Vorsehung Schützenhilfe geleistet. Er erzählte mir, dass er im Auftrag Hitlers und Himmlers die Bombe im Bürgerbräukeller gelegt hatte. Er wäre nach Berlin eingeladen worden und da hätte er den Auftrag erhalten. Und einen Rückzieher gab es für ihn praktisch nicht mehr. Er hat den Auftrag dann auch durchgeführt. Und ihm ist zugesichert worden, bei Gelingen dieses Auftrages sollte er eine Staatspension erhalten und eine Villa. In Königsbronn, Elsas Heimatstadt, führen einige seiner Angehörigen einen aussichtslosen Kampf gegen die Diffamierungen. Mutter Maria Elsa schreibt 1946 in einem Brief an Martin Niemöller: Einer, der nicht mehr am Leben ist, kann sich nicht mehr verteidigen. Schließlich verstummt die alte Dame. Es bleibt nur Leonard Elsa, der sich öffentlich immer wieder für seinen Bruder einsetzt. Nein, ich bin fest überzeugt, dass er es von sich aus alleine gemacht hat. Elsas Schwester Maria und ihr Mann wurden kurz nach dem Attentat für mehrere Monate inhaftiert. Ihre Anträge auf Entschädigung für das erlittene Unrecht lehnen die Behörden ab. Die Administration bestreitet sogar den moralischen Anspruch der Antragsteller auf Wiedergutmachung. Schließlich hätten sie nicht aus politischen Gründen gehandelt. Der Ort hatte damals 1750 Einwohner und es war ja nicht so, dass Elser ein Einzelgänger war. Er war mit Sicherheit in der Vorbereitung des Attentates ein absolut verschwiegener, introvertierter Einzelgänger. Nur so konnte er dieses Attentat auch durchführen. Aber die Jahre davor, in denen er in Königsbronn gelebt hat, war er im örtlichen Leben integriert. Er war Mitglied im größten Verein, dem Gesangsverein. Dort spielte er Kontrabass, er spielte Zitherclub, er spielte zur Tanzstunde Musik auf und er war auch in den örtlichen Gasthäusern anzutreffen. Als es klar war, dass Elser mit dem Attentat zu tun hatte, begann für die Königsbronner eine schreckliche Zeit. Es fanden Verhöre statt und die Verhöre
wurden mit äußerster Brutalität geführt. Und das, glaube ich, führte dazu, dass man nach dem Krieg an diese Zeit nicht mehr erinnert werden wollte. Man war traumatisiert von den Wochen, in denen die Gestapo hier im Ort einfiel. In den 50er Jahren wird Widerstand gegen eine wie auch immer geachtete Führung mehrheitlich als Verrat angesehen. Gerät das Attentat im Bürgerbräukeller in den Fokus der Öffentlichkeit, dann wird Elsa als Tumber Befehlsempfänger im Auftrag der SS vorgeführt. Politische Weitsicht wird einem einfachen Mann aus dem Volk schlicht abgesprochen. Ich habe noch nie nicht viel gelesen. So Romane oder Hefte mit Jugenderzählungen oder Bücher habe ich überhaupt nicht gelesen. Einmal habe ich einen Zeitungsroman halb gelesen, aber das ist mir dann zu dumm geworden. Beruflich habe ich nur die Bau- und Möbelschreinerzeitung gelesen. Ich habe politisch nie was Besonderes gemacht. Ich habe immer die Liste der KPD gewählt, habe gedacht, das ist eine Arbeiterpartei und die setzt sich für die Arbeiter ein. Aber ich bin nie Parteimitglied geworden. Ich habe gedacht, es langt, wenn ich denen meine Stimme gebe. 1961 beginnt in Israel der Prozess gegen Adolf Eichmann, den Verantwortlichen für die Ermordung von 6 Millionen Juden. Die Verbrechen des NS-Regimes holen die Menschen in Deutschland nun ein. Ich hatte zu gehorchen, ich musste es machen. Mehr kann ich dazu nicht aussagen. 1963 beginnt in Frankfurt der erste Auschwitz-Prozess. Er polarisiert die Bevölkerung. Junge Menschen stellen auf einmal Fragen nach der schuldhaften Verstrickung ihrer Väter und Mütter in das NS-Regime. Allmählich beginnt eine Diskussion über einen möglichen Widerstand in der NS-Diktatur. Sollte man diese Zeit vergessen oder sollte man wieder darüber reden? Oder? Also ich meine, ich bin jetzt Soldat in der Bundeswehr und es ist besser, wenn man eigentlich solche sollte vergessen. Die Kriegsverbrecher, die noch in den Gefängnissen sind, was meinen Sie? Sollte man die jetzt endlich freilassen oder sollten die noch drin sitzen bleiben? Ja, sie müssen zumindest bestraft werden. Sie sollten auf jeden Fall bestraft werden, ne? Haben Sie damals schon davon gewusst oder vermutet, dass Juden getötet worden sind? Ja, natürlich habe ich schön, das vermutet. Danke sehr. Sollte man die Kriegsverbrecher, die jetzt noch im Gefängnis sitzen, sollte man die freilassen? Ja, wahrscheinlich. Jetzt freilassen. So schnell wie möglich. Wir sollten endlich mal den Mut haben, das zu vergessen. Ich sage Ihnen, dass ich bin nie Nationalsozialist gewesen, habe die Leute gehasst wie die Pest. Denn ich habe viel durchgemacht. Ich persönlich nicht. Aber wir sollten Schluss machen damit. Aber wir sollten nur endlich mal. Diese Illustrierten, die überschwemmen die Leute mit diesem Mist. In den 60er Jahren widerfährt dem konservativen Widerstand eine breitere Würdigung in der Öffentlichkeit. Der Widerstand der Arbeiterbewegung wird weiter beharrlich ignoriert. Elsa passt als Einzeltäter und radikaler Kriegsgegner weder zum Bild des hehren Widerstandskämpfers, der aus adeligen und militärischen Kreisen entstammt, noch entspricht er dem Bild eines bürgerlichen Intellektuellen, der sich mutig den braunen Machthabern widersetzt hat. Es war ein ganz langer und mühseliger Weg, dass überhaupt irgendeine Form des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus in Deutschland anerkannt wurde. Und dieser Weg endete ja eigentlich erst damit, dass im Jahr 2000 bzw. 1998 die Urteile des Volksgerichtshofes, des sogenannten Volksgerichtshofes, aufgehoben worden sind und sie die erste Umfrage, dass der Widerstand gegen den Nationalsozialismus etwas Ehrenwertes sei. Dieses Ergebnis haben Sie in der Tat erst im Jahr 2004. Die erste Gedenkrede zum 20. Juli wurde schon 1946 gehalten. Von Anfang an kommt den Männern und Frauen des Widerstands die Aufgabe zu, die These von der kollektiven Schuld des deutschen Volkes an der NS-Diktatur abzuwehren. Widerstand als Zivilcourage oder als Aufbegehren eines Einzelnen gegen das Regime, wie Elsa es gewagt hatte, konnte sich damals niemand vorstellen. Er war nicht vornehm genug, um mit den Aristokraten des 20. Juli
im Zusammenhang genannt zu werden, obwohl es unter denen ja auch Arbeiter, Führer jedenfalls gegeben hat, wie die Gewerkschafter, die hingerichtet worden sind. Julius Leber zum Beispiel, auch ein sehr großer Mann aus der Arbeiterklasse. Aber eigentlich schickte es sich nicht, dass andere als Aristokraten ein Attentat auf den Führer gemacht hatten. Es ist ein schändliches Thema, Noch Jahre bewerten auch honorige Historiker wie Hans Rothfels Elsas Attentat als eine Provokation des NS-Regimes, gleich dem Reichstagsbrand oder dem Überfall auf den Sender Gleiwitz. Im Bundesarchiv in Koblenz entdeckt der Münchner Historiker Lothar Gruchmann Mitte der 60er Jahre eher zufällig Elsas Verhörprotokolle in den Akten des Reichsjustizministeriums. Im Protokoll spricht nichts für die These, dass Elsa eine von führenden Männern des Dritten Reiches bestellte Arbeit geleistet hat. Er macht darin den Eindruck eines Einzelgängers, eines verbohrten Einzelgängers. Und ich halte es eigentlich, entschuldigen Sie, aber für mich sprechen in erster Linie schriftliche Dokumente. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Kriminalbeamten von Elsa bei der Vernehmung hinters Licht geführt werden konnten. Und es spricht nichts dafür, dass dieses Protokoll in irgendeiner Weise verfälscht wäre. Am 8. November 1969 läuft in der ARD der Film Der Attentäter von Rainer Erler und Hans Gottschalk. Das dokumentarische Fernsehspiel beginnt mit dem Transport Elsas nach Berlin und stützt sich ausschließlich auf die Verhörprotokolle. Der Film erhält den Grimme-Preis, die renommierteste Auszeichnung für Fernsehproduktionen. Den Filmemachern gelingt es zeitgleich zur Publikation der Verhörprotokolle, eine Wende in der öffentlichen Wahrnehmung der Tat vom 8. November einzuleiten. Der Mann muss wirklich eine Vision gehabt haben, dass das alles unendlich den Bach runtergeht, in einer Katastrophe endet. Das war die ganze Geschichte, die mich gereizt hat. Ich habe also diesen Drehbuchauftrag bekommen mit meiner Frau, die ja später die Produzentin meiner Filme war und die aus Württemberg stammt, sind wir dann in ihre Heimat gefahren, nach Königsbronn, nach Heidenheim, wo er gearbeitet hat, zu dem Steinbruch. Und wir haben die Leute interviewt, die Zeitzeugen, die noch Überlebenden, die Familie. Und ich habe gedacht, die sagen alle, ja, das war schon ein toller Kerl, der das gemacht hat. Nein, die waren stinksauer auf den, die haben ihn gehasst. Die sind ja eingesperrt worden von der Gestapo hinterher, wenn sie irgendwas mit ihm zu tun hatten. Und das war dann schon verblüffend, dass die eigentlich sagten, so was macht man nicht. Der hat dort Leute umgebracht, so im biederen Schwäbisch. Fritz Hollenbeck spielt die Rolle des Georg Elser als eines aufrechten und geradlinigen Mannes. Er wirkt manchmal etwas schwerfällig, manchmal stur. Aber seine Figur des Georg Elser zeichnet sich immer durch große Bescheidenheit aus. Und da kommt noch was dazu, was ich protestantisch nennen möchte. So einordnen, Neues Testament, Brief des Paulus an die Römer, Vers 13. Jedermann ist untertan unter eine Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Gewalt, sagte Luther da noch dazu, Gewalt. Das hatten wir ja nun genau. Und dann ein paar Zeilen weiter heißt es, denn es ist keine Obrigkeit, denn von Gott. Da muss man sich als Untertan schon reinfügen. Da macht man nicht sowas. Also er war ein böser Mensch. Meine Mutter ist streng religiös. Mein Vater viel weniger. Unsere ganze Familie ist protestantisch. Als Kind haben mich meine Eltern schon manchmal am Sonntag mit in die Kirche genommen. Später bin ich dann ab und zu auch nur allein hingegangen. Aber irgendwann immer seltener. Erst heuer bin ich wieder öfter in die Kirche gegangen, ungefähr 30 Mal. Meine Tat hat mich innerlich arg beschäftigt. Ich wäre bestimmt nicht so oft zum Beten gegangen, wenn ich meine Tat nicht vorbereitet und geplant hätte. Es ist schon so, dass ich durch ihr Gebet immer ein bisschen ruhiger worden bin. Wenn man mich fragt, ob ich meine, dass meine Tat
eine Sünde ist, dann sage ich im tieferen Sinne nein. Ich glaube, dass nach dem Tod die Seele weiterlebt. Ich habe auch geglaubt, dass ich einmal in den Himmel komme, wenn ich noch hätte zeigen können, dass ich Gutes tun habe wollen. Ich wollte ja durch meine Tat nur noch größeres Blutvergießen verhindern. Ich hoffe, dass nun endlich das Richtige, Wahre in meinem Bruder gezeigt wird. Nein, sonst habe ich nichts zuzufügen. Der war eingeladen worden, der kam zum Drehen und da saß der Hollenbeck vor seiner Zither und übte so ein paar Griffe. Er konnte nicht Zither spielen, aber so tun als ob, das ist ja auch in Ordnung. Und da steht der Leonhard plötzlich so im Halbdunkel hinter der Dekoration und sagt, ah, das ist doch Georg, ha, ich werde nicht mehr, ja, das gibt's doch gar nicht. Also es war offenbar überzeugend für ihn, nicht die Physiognomie allein, sondern die Persönlichkeit, die da sitzt, die Person, besser gesagt. Und darum war es für mich das so absurd, wie ich hörte, dass ein österreichischer Star in einem Remake sozusagen die Rolle übernimmt eines bescheidenen, unscheinbaren Mannes, wo er selbst doch ein eitler Monoman ist. Wir haben einen wilden Film gemacht. Ich glaube, wir haben einen Film gemacht über Menschen. Und nicht einen Vergangenheitsbewältigungsfilm, nicht einen Film über die Nazis und über Hitler, sondern wir haben einen Film gemacht über Sie, über mich, über jeden. Damals und heute. Der Film basiert auf einer Buchvorlage von Stephen Shepard. Klaus-Maria Brandauer spielt nicht nur die Rolle des Georg Elser, er führt auch Regie. Das Entscheidende in diesem Film ist, das ist wie bei Hamlet und Don Giovanni, wenn man weiß, wie die Geschichten ausgehen, dass die Leute die Geschichte wissen. Die Leute, die ins Kino gehen, wissen, dass Hitler eben da nicht umkam. Also meine Aufgabe, und das ist jetzt eine trickreiche Aufgabe eines Filmemachers, eines Regisseurs, ist, dass man im Film, während dem Film, wenn die Leute ihn sehen, das Gefühl haben können muss, dass es vielleicht gelingt. Seit Ausstrahlung der TV-Serie Holocaust ist die filmische Aufarbeitung von Geschichte in der deutschen Erinnerungskultur fest verankert. Obgleich Brandauers Film mit dem historischen Verlauf des Attentats wenig gemein hat, prägt er fortan das Bild Georg Elsers in der öffentlichen Wahrnehmung. Für mich war das Thema akut mit dem Brandauer Film. Und zwar, ich war fasziniert, dass Brandauer sich herabließ, die Rolle meines Onkels zu spielen. Dass er als großer Schauspieler meinen Onkel spielen wollte. Für mich war natürlich in Erinnerung mein Onkel ein anderer. Das ist von der Kindheit anders geprägt und man überlegt sich, kann das mein Onkel sein? Aber man weiß ja, es ist ja nur ein Film, es ist ja nur ein Schauspieler, der will meinen Onkel darstellen. Und für mich war es wichtig, dass die Tat der Öffentlichkeit dargestellt wird. Die Fiktion überholt schließlich die historische Realität. Offensichtlich veranlasst der Erfolg des Kinofilms einen Verlag, auf dem Buchumschlag einer Neuauflage der Elsa-Biografie Klaus-Maria Brandauer zu zeigen, statt eines Fotos vom tatsächlichen Widerstandskämpfer. In Königsbronn tritt 1990 ein neuer Bürgermeister sein Amt an. Er kann einen Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat herbeiführen, eine Gedenkstätte für Georg Elser einzurichten. Aber es fehlen Konzepte und Räumlichkeiten. Anregungen kommen immer wieder aus dem benachbarten Heidenheim.
In der Hochzeit der Bürgerinitiativen hatte sich dort ein Arbeitskreis gegründet, der maßgeblichen Anteil an der Aufarbeitung Elsass in der Lokalgeschichte hat. 1995 kam dann der Elsasser Arbeitskreis aus Heidenheim auf die Gemeinde zu und sagte, also bitte jetzt zum 50. Todestag, es wird Zeit, dass sich in Königsbronn was bewegt. Und dann hat man hier im Rathaus beschlossen, eine Gedenkveranstaltung zu machen. Diese Veranstaltung fand in der Aula der Realschule, die heute seinen Namen trägt, statt. Es war eine würdevolle Veranstaltung, nur nach dieser Veranstaltung haben wir dann plötzlich Drohbriefe und Beschwerden aus der rechten Ecke bekommen. Uns wurden in Telefonaten und Schreiben eben vorgeworfen, wir würden Bombenleger ehren, wir würden Mörder ein Denkmal setzen. Und der Höhepunkt war ein Anruf bei der Frau von Bürgermeister Stütz, ihr Mann möge sich in dieser Sache nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sonst fackelt man das Haus ab. Und es war in der Zeit, in dem Hoyerswerda, also Landenheime brannten, also die Reaktion war ziemlich heftig. Und damals stand die ganze Sache auf der Kippe. Ende der 90er Jahre erarbeitet die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin eine breit angelegte Ausstellung über Georg Elsasser. 1997 ist sie in mehr als 20 Städten zu sehen. Zum ersten Mal wird Leben und Tat Elsassers wissenschaftlich fundiert der Öffentlichkeit vorgestellt. Aber immer wieder gibt es Besucher, die die Ausstellung strikt ablehnen. In den Gästebüchern klagen sie: Ich finde es bedrückend, wie ein Terrorist bedenkenlos verherrlicht wird. Folgt als nächstes eine Ausstellung über Andreas Baader oder die ETA? Heute sind die Exponate in der Gedenkstätte in Königsbronn beheimatet. Ich hatte Probleme mit meiner Mutter, als ich die Fotos für die Ausstellung in Berlin haben wollte. Sie hat immer gemeint, das ist nicht notwendig. Lassen wir die Sache in Ruhe. Lassen wir meinen Bruder ruhen. Sie wollte nie über das Thema reden. Ich konnte von ihr, auch meine Frau war immer dabei, wir wollten von ihr etwas erfahren. Aber für sie war das Thema tabu. Bis zum Schluss. Man gönnt ihm seine Tat nicht, dem kleinen Bauernbuben, hatte Leonhard Elsasser einmal über seinen Bruder gesagt. Die Einweihung der Gedenkstätte in Königsbronn hat er noch miterlebt. Bei der Eröffnungsfeier im Februar 1998 erklärt ein Vertreter der Regierung von Baden-Württemberg, das Land sei stolz auf einen seiner größten Söhne. Georg Elsasser ist in seiner Heimat endlich rehabilitiert. Mir war von vornherein klar, dass ich nach meiner Tat nicht in Deutschland bleiben kann. Ich habe in der Schweiz sein wollen, bevor meine Uhren die Explosion ausgelöst haben. Ich hätte in der Schweiz Arbeit als Schreiner oder auch als was anderes gesucht. Wenn mir vorgehalten wird, dass irgendwelche jüdischen Organisationen Belohnungen für ein Attentat auf den Führer ausgesetzt haben, dann kann ich nur sagen, dass ich davon nichts gewusst habe. Und zwar bis zum heutigen Tag. Ich habe mir schon genau überlegt, dass ich einen Brief von der Schweiz aus an die deutsche Polizei schreibe, der genau erklärt hätte, dass ich der Alleinschuldige an dem Attentat bin. Dass ich keine Mitwisser oder Mittäter gehabt habe. Ich hätte auch eine Zeichnung von meinem Apparat beigefügt und eine genaue Beschreibung, wie ich meine Tat ausgeführt habe. Dann hätten die das alles nachprüfen können. Ich wollte bloß nicht, dass irgendwelche unschuldigen Personen mitverhaftet werden. Die politische Führung entdeckt Elsasser 1984. Bundeskanzler Helmut Kohl stellt anlässlich der Gedenkfeier zum 20. Juli im Bendlerblock in Berlin Georg Elsasser in eine Reihe mit Widerstandskämpfern wie Julius Leber, den Geschwistern Scholl oder Dompropst Lichtenberg. Nun ist Elsassers Tat auch in der offiziellen Erinnerungskultur der Bundesrepublik verankert.
Wir haben verschiedene Phasen in der Debatte um Georg Elser. Wir haben die Nachkriegsdiskussion, wir hatten dann in den 60er Jahren die Entdeckung des Protokolls, wir haben die Biografie von Lothar Gruchmann, der sich sehr verdient gemacht hat um Elser und immer wieder auf ihn hingewiesen hat. Wir haben unsere eigenen Forschungen, der Arbeitskreis in Heidenheim, die Gedenkstätte in Königsbronn. Und eigentlich kann man davon ausgehen, dass wir uns seit Mitte der 1990er Jahre spätestens auf einem gesicherten wissenschaftlichen Boden bewegen, dass wir Fakten, Motive klar belegen können. Eine Neubewertung Elsers und seiner Tat überrascht 1999 Historiker wie Geschichtsinteressierte. Der Politikwissenschaftler Lothar Fritze wirft Elser moralisches Versagen vor. Fritze ist Mitarbeiter des renommierten Hannah-Arendt-Instituts. Er spricht Elser eine politische Beurteilungskompetenz ab. Ein Durchschnittsbürger hätte nach dem Münchner Abkommen nicht begründet mutmaßen können, argumentiert Fritze, dass ein Krieg unvermeidlich wäre. Die Frankfurter Rundschau veröffentlicht seine Thesen. Zu einem Gespräch vor der Kamera ist Fritze auch jetzt, 10 Jahre später, nicht bereit. Wir haben damals die Frankfurter Rundschau gebeten, Peter Steinbach und ich, dass wir ihm direkt antworten können. Und ich denke, wir haben sehr klar gemacht, dass seine Thesen sehr abwegig sind. Dass sie weder was mit der historischen Realität, dem Jahr 1938-39 zu tun haben, noch etwas mit der Person Elser zu tun haben, sondern eher ein philosophisches, ein geschichtsphilosophisches Konstrukt ist. Aber ich denke, auch bei einem geschichtsphilosophischen Konstrukt, so legitim es sein mag, müssen doch die Fakten stimmen. Und das haben sie nicht getan, sodass es sich hier um eine Verzeichnung Georg Elsers handelt. Warum, vermag ich Ihnen aber, wie gesagt, nicht zu sagen. Im Berliner Spreebogen in Altmoabit wird Georg Elser im September 2008 ein erstes Denkmal gesetzt. Es steht auf der Straße der Erinnerung, eine Einrichtung des Unternehmers Ernst Freiberger. Mit seiner Stiftung will Freiberger herausragende Persönlichkeiten aus Deutschland ins Gedächtnis rufen. So erfährt Georg Elser die erste Würdigung durch ein Standbild, nicht durch die Bundesrepublik oder den Senat von Berlin, sondern durch einen privaten Mäzen. Ich habe vor 2 Jahren in der Welt einen Aufruf veröffentlicht, man solle zum 70. Jahrestag 2009 diesem einsamen Wilhelm Tell ein Standbild errichten. 3 Tage später hat Heinrich Hermann Remzma dem Bürgermeister Wowereit geschrieben, und das hat die Welt abgedruckt, dass er dieses Standbild bezahle. Es ist bis heute nichts erfolgt und nun ist das Datum da, der 70. Jahrestag, und ist von Elser wieder fast nicht mehr die Rede. In München müht sich eine Initiative redlich um die angemessene Erinnerung an Georg Elser. Es wird ihr nicht leicht gemacht. Bisher gibt es eine kaum wahrnehmbare Bodenplatte. Sie liegt an der Stelle, an der damals die Bombe explodierte. Georg Elser wird heute Zivilcourage und Geradlinigkeit bescheinigt. Aber warum wird dieser Mann so halbherzig in der deutschen Erinnerungskultur wahrgenommen? Vielleicht, weil Elser sich als Einzelner zum konsequenten Widerstand entschlossen hat, als Millionen von Menschen es vorzogen, sich in einer menschenverachtenden Diktatur einzurichten. Selbst noch in den 1990er Jahren oder in den späten 1990er Jahren stellte Elser an viele eine Herausforderung dar. Die Herausforderung lag zum einen darin, dass man mit der Tat selber, also einem Bombenattentat, Schwierigkeiten hatte in der aktuellen Diskussion. Dass es für viele Schwierigkeiten gab, dieses eben mit der Frage nach dem Tyrannenmord in der Diktatur zu verbinden. Und es kam natürlich auch noch eine zweite Ebene mit hinzu. Elser zeigte, dass man etwas tun konnte,
ohne einen großen Apparat hinter sich zu haben. Und wir, mein Kollege Peter Steinbach und ich, bekamen dann etwa zu hören, wenn ihr den Elsa so herausstellt, dann greift ihr doch gleichzeitig alle anderen an, die nichts getan haben. Denn Elsa zeigt ja doch, dass man etwas hätte tun können. Natürlich haben wir an der Stelle nur genickt und haben gesagt, richtig, denn das ist doch gerade das Interessante. Hier kommt einer, hier wägt einer ganz sorgfältig ab, befragt sein Gewissen, sieht etwas voraus und kommt dann zu einer ganz sorgfältig geplanten und durchgeführten Tat. Und nun mal die nächste Überlegung, hätte es doch mehr Deutsche wie ihn gegeben. Was haben Sie gedacht, als Sie in der Nacht vom 7. auf 8. November zum letzten Mal Ihr Werk in Augenschein genommen und die Türen verschlossen haben? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Wie hatten Sie sich die Auswirkungen des Anschlags vorgestellt? Das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt. Dachten Sie daran, dass eine Reihe Personen getötet werden könnten? Ja. Wollten Sie das? Und wen wollten Sie treffen? Ja, ich habe die Führung treffen wollen. Blieb dieser Wille in Ihnen während der gesamten Ausführung bzw. Vorbereitung der Tat bestehen oder kamen Ihnen zwischendurch Zweifel über Ihre Handlungsweise? Das weiß ich nicht, ob mir Zweifel gekommen sind. Aber ich glaube, mir sind keine Zweifel gekommen. Wie stellen Sie sich heute zu Ihrer Tat, nachdem Sie, obwohl der Plan fehlschlug, 8 Menschen getötet haben? Ich würde es nie mehr tun. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Der Zweck ist nicht erreicht worden. Ist es Ihnen gleichgültig, dass Sie 8 Menschen vom Leben zum Tode gebracht haben? Nein, das ist mir nicht gleichgültig. Was würden Sie tun, wenn Sie heute aus irgendeinem Grunde freigelassen würden? Ich würde versuchen, das, was ich Schlechtes getan habe, wieder gut zu machen. Wodurch? Und wie? Ich würde mich bemühen, mich in die Volksgemeinschaft wieder einzufinden und mitzuarbeiten. Könnten Sie das? Ich habe meine Ansicht geändert. Dadurch, dass Sie festgenommen worden sind? Nein. Ich glaube bestimmt, dass mein Plan gelungen wäre, wenn meine Auffassung richtig gewesen wäre. Aber da nicht gelungen ist, glaube ich sicher, dass es nicht hat sein sollen und dass meine Auffassung falsch war.